Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute mal was Schnelles, Einfaches, nämlich einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben hier Basilikum, Tomaten, Mozzarella, Salz, Pfeffer, Pinienkerne, Olivenöl und Balsamico-Essig. Als erstes habe ich eine Pfanne aufgestellt, die ist jetzt auch schön heiß. Und da geben wir die Pinienkerne rein. Dann unter mehrmaligen Schwenken rösten wir die langsam an. Wenn sie Farbe genommen haben, müssen wir die auf jeden Fall aus der Pfanne rausnehmen, weil sonst brennen sie hinterher doch noch an. Jetzt kümmern wir uns um die Tomaten. Die müssen in Scheiben geschnitten werden. Dafür entfernen wir hier als erstes den grünen Strunk, weil der enthält Solanin und das ist ungesund. Wenn der Stängel entfernt ist, schneiden wir die Tomate in Scheiben. Jetzt ist der Mozzarella dran, den schneiden wir auch in Scheiben. Nun nehmen wir uns einen Teller und auf den Teller tun wir jetzt ein bisschen Olivenöl. Und Essig. Jetzt wird das Ganze verrührt. Und da geben wir jetzt Tomaten und Mozzarella drauf. Einmal Tomate, einmal Mozzarella, immer abwechselnd. Jetzt würzen wir das Ganze mit Salz und Pfeffer. Dafür ist auch gut, wenn man Pfeffer aus der Mühle frisch hat, weil der sieht optisch einfach ein bisschen hübscher aus, finde ich. Jetzt kommen noch die Basilikumblätter drüber. Und zum Schluss unsere Pinienkerne. Und schon ist unser Salat fertig.